Uli Maier, Sabine Zoderer und ganz rechts Otto Malknecht. Das sind die Kandidaten der Freiheitlichen, die sich jeweils für den Senatswahlkreis Ost, West und Süd, also Bozen-Unterland, bewerben. Gemeinsam mit dem Parteiobmann haben sie heute ihren 10-Punkte-Plan für die Politik in Rom vorgestellt. Das Programm der Freiheitlichen für die Parlamentswahlen trägt den Titel Mehr Südtirol wagen und enthält 10 Punkte. Allen voran die Stärkung der Autonomie. Das heißt, bis hin auch zur Eigenständigkeit des Landes. Deswegen hier haben wir keine Denkverbote. Uns ist bewusst, dass unsere Autonomie in den letzten 20 Jahren Schaden genommen hat, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr diese Zuständigkeiten hatten, wie wir sie vielleicht noch 1992 hatten. Und das heißt, hier aufholen und zugleich aber auch neue Kompetenzen anstreben. Das ist schwierig, das ist eine große Herausforderung, aber sie muss offen angegangen werden. Leistbarer Strom für Südtirol wird als weiteres Ziel genannt, sowie der Kampf gegen die Preissteigerungen, eine Mütterpension, die Steuerhoheit für Südtirol, die Kontrolle der Einwanderung, die Genehmigung von Wolfsabschüssen und eine blockfreie Südtirol-Vertretung in Rom. Wir müssen mit allen sprechen, egal ob wir eine linke oder eine rechte Regierung in Rom haben. Und wenn man immer sagt, mit denen ist es leichter und das wären explizite Südtirol-Freunde und andere nicht, dann muss man sagen, am Ende zählt das relativ wenig, am Ende zählen immer die Ergebnisse. Und hier können wir es uns nicht leisten, uns irgendwie in Opposition zu begeben, sowohl zu den Linken als auch zu den Rechten. Das heißt, wir haben hier ganz offen Südtirol zu vertreten, unabhängig jetzt von irgendeiner parteipolitischen Ideologie. Dazu wollen sich die Freiheitlichen für einen einzigen Wahlkreis Südtirol bei den Parlaments- und Europawahlen einsetzen.